Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich wurde von der lieben Julia getaggt und zwar zum Dinge, die ich am Booktuben mag oder beziehungsweise warum ich gerne Booktuber bin. Es geht ja zurzeit leider dieser irrsinnige Tag, 5 Dinge, die ich am Booktuben hasse. Allein dieses Wort schon hasse, finde ich sowas von negativ. Das ist so ein hässliches Wort. Dass Julia gesagt hat, nee, ich drehe den Tag um, was ich gut finde. Weil wenn man 5 Dinge hasst oder absolut nicht ausstehen kann am YouTube, egal in welcher Sparte das jetzt ist, dann sollte man einfach damit aufhören. Das hat die liebe Anka auch schon gesagt und da kann ich ihr nur voll und ganz recht geben. Ich sehe das auch so, wenn mich so viele Sachen am YouTube stört, dann lasse ich es sein. Klar gibt es Sachen, die einen nerven. Das hat jeder und ich glaube, da spreche ich für alle, was definitiv prinzipiell nervig ist an YouTube, ist einfach diese Hochladezeit, bis das Video bearbeitet ist und bis es dann hochgeladen ist. Es dauert ewig, dann hängt es in der Warteschleife drin, dann kannst du es nicht freischalten. Ja Gott, aber das ist Technik, damit müssen wir alle leben und gut. Und wenn mich das stört, darf ich das nicht machen. Trotzdem finde ich es nicht okay, dass dann manche Leute hergehen, sich einen Tag aus USA angucken, die dann immer wieder betonen, wie gut sie Englisch können und einen Tag dann dermaßen verunstalten. Einen Tag, der eigentlich heißt, 5 Dinge, die ich an mir als Booktuber hasse, das so umzuwandeln, um dann über die gesamten YouTube-Booker-Kollegen hier abzulästern und abzuziehen, finde ich absolut unterste Schublade. Und ich finde das nicht okay. Wir sind eine Community, wir sind eine Gemeinschaft, wir sollten alle an einem Strang ziehen. Sicherlich haben wir uns nicht alle lieb hinter den Kulissen, das geht gar nicht. Es kann nicht jeder mit jedem, das ist normal, das ist genau wie im wahren Leben. Das wäre auch schlimm, wenn jeder mit jedem könnte. Da wäre es langweilig. Aber mein Gott, ich muss doch nicht hergehen und muss das dann so vor die Kamera ziehen, sämtliche Leute durch den Kakao ziehen und wenn ich bei YouTube fertig bin, dann über die Kamera mache ich das ständig in Form von spitzfindigen Kommentaren unter den Videos. Und wenn es bei YouTube fertig ist, geht es bei Facebook weiter. Das muss doch echt nicht sein. Also ich verstehe solche Leute nicht, die anscheinend nichts Besseres zu tun haben, als Kollegen zu dissen, es teilweise sogar so weit treiben hinter den Kulissen, dass andere Booktuber aufhören, ja, weil es so schlimm wird. Sorry Leute, ich komme da manchmal vor wie im Kindergarten, aber ich mit meiner Ende 30, ich habe für sowas keine Zeit, keine Muse und ich finde das einfach nur lächerlich. Wie gesagt, ich denke, das muss nicht sein, dann spricht man die Person bitteschön direkt an und dann ist es gut. Und ich komme hier vor wie im Kindergarten, aber selbst Kinder sind nicht so schlimm, wie es hier manchmal abgeht im Kindergarten, wenn sich 2 Kinder nicht mögen. Die hauen sich heute die Zahnschaufel auf den Kopf und drehen sich mal gegen das Schienbein und morgen ist es wieder gut. Aber hier geht es ständig weiter und es muss nicht sein. Wenn ich einen Kanal nicht mag, weil mich die Person nervt oder weil ich es nicht abkann, dass es ständig trotz irgendwelcher Belehrungen, was ich auch ganz schlimm finde, Leute, die andere Leute ständig belehren müssen. Ja, das ist für mich eine ganz, ganz negative Charaktereigenschaft, die ein Mensch haben kann, dass es Menschen gibt, die anscheinend nichts Besseres mit sich und ihrer Zeit anzufangen wissen, denen anscheinend langweilig ist, die beruflich auch nicht ausgelastet sind, die sich dann hinsetzen. Und da habe ich dann immer schon so das Gefühl, die sitzen da, die warten nur darauf, dass du einen Sprachfehler machst oder dass du sonst einen Fehler machst. Die sitzen anscheinend mit ihrem Block und mit ihrem Stift dann. Fehler. Das muss ich gleich aufschreiben, da muss ich gleich negativ kommentieren. Sie hat Trilogie statt Trilogie gesagt. Mein Gott, nein, die ist aber zu dämlich, Trilogie zu sagen. Das geht ja mal gar nicht. Sorry, vielleicht will man es einfach nicht, weil es einem nicht einleuchtet. Ha? Lasst doch die Leute einfach gehen, das macht doch die Leute aus. Und ich mag solchen kleinkarierten, besserwisserischen, rechthaberischen Korinthenkacker einfach nicht. Die mag ich im privaten Leben nicht, die mag ich auf YouTube nicht und
Mehr sage ich da jetzt auch nicht dazu. Die liebe Sarah von The Sarah Story und auch der liebe Andi haben da wirklich genug dazu gesagt und die sprechen mir aus der Seele, was diese ganzen Sachen angeht, mit neuen YouTuber zu dissen und so schlecht zu machen und hier was zu finden, da was zu finden. Ich finde es, wie gesagt, auch nicht okay und es gibt genau zwei Möglichkeiten, die man mit diesen Menschen hat. Entweder man lässt sich auf diese Schiene drauf ein und die fühlen sich noch bestätigt und sie machen immer weiter. Oder aber man lässt, so wie ich das schon seit Jahren mache, auch im Privatleben, einfach links liegen und ignoriert sie. Irgendwann hören sie von selbst auf und falls sie das nicht tun sollten, habe ich hier bei YouTube immer noch die Möglichkeit, die Kontakte zu entfernen und den YouTuber zu blocken. Und bei Facebook lösche ich ihn aus der Freundschaftsliste und damit ist es gut. Ich gehe ihm aus dem Weg. Und ich werde es für mich in Zukunft so machen, dass ich so ganz bestimmte Personen, die immer meinen spitzfindige Kommentare, die angeblich gut gemeint sind, diese dann im Endeffekt doch nicht sind, weil man es einfach weiß, ich werde es komplett ignorieren. Ich gehe da gar nicht mehr drauf ein. Und wenn es mal gar zu bunt wird, lösche ich das. Und im schlimmsten Fall blocke ich auch die Person, weil ich mache YouTube, weil es mir Spaß macht und ich möchte mich mit so einem Kinderkram hier einfach nicht abgeben. So, mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Falls euch das interessiert, was Andi und Sarah dazu gesagt haben, da stehe ich voll und ganz hundertprozentig dahinter. Das muss ich jetzt aber auch nicht nochmal alles aufrollen. Ich verlinke euch beide Videos unten in der Infobox. So, und Julias verlinke ich dann auch noch gleich zu. Und ich komme jetzt mal zu den Dingen, warum ich gerne YouTube mache. Ja, also als rein Booktuber möchte ich mich gar nicht bezeichnen. Ich mache zwar Buchvideos, das ist richtig, aber ich bin kein reiner Booktuber. Möchte ich ehrlich gesagt auch nicht sein bei dem ganzen Affenzirkus da, der da hinter den Kulissen abgeht. War ich von Anfang an nicht, möchte ich nicht, mache ich wie gesagt zu viele andere Sachen nebenbei, aber prinzipiell mache ich YouTube einfach gerne, weil ich mich mit anderen Menschen austauschen möchte über meine Hobbys, sei es übers Lesen, sei es über die Kerzen. Wo hat man sonst schon die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden, mit denen man sich austauschen kann, mit denen es nette Kontakte gibt, die entstehen, mit denen Freundschaften entstehen. Sei es von Abonnent zum YouTuber oder auch unter Kollegen, weil nicht alle sind gehässig und falsch. Es gibt immer noch, Gott sei Dank, ganz, ganz viele Nette und Liebe unter uns, die auch erwachsen genug sind, um ordentlich miteinander umzugehen. Und da sind ganz, ganz viele und liebe Freundschaften bei mir schon entstanden, die ich wirklich nicht missen möchte. Und ja, deshalb mag ich YouTube, dann mag ich diese Vielfältigkeit an Videos, die es gibt, also die auch jeder macht. Und ich finde, je vielfältiger ein YouTuber ist auf seinem Kanal, umso mehr macht es Spaß, ihm zuzugucken. Ist doch langweilig, wenn einer prinzipiell nur strikt ein Schema F durchfährt. Lass den Mensch kreativ sein, es ist wunderbar ihm zuzugucken. Ja, ich liebe es. Dann liebe ich auch, dass es Videos gibt, die einfach nicht perfekt sind. Ich liebe Menschen, die Macken und Fehler haben. Das macht einen Mensch aus und solche YouTuber möchte ich sehen, die sich hier vor die Kamera setzen, die frei von der Schnauze locker flockig vor sich hinreden und das nicht rüberkommt, als wenn sie irgendeinen Text auswendig gelernt hätten. Sei es bei Rezensionen, Vlogs oder was auch immer. Ja, wie gesagt, der einfach redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und wenn er Sprachfehler drin hat, dann macht es die Person aus und ich finde das toll, jeder soll so sein, wie er ist. Solche YouTuber mag ich und nicht welche, die von vorne bis hinten ihr Video in einer Tour schneiden und das sogar dann meistens auch noch schlecht, nur damit sie perfekt rüberkommen, was sie nicht sind. Niemand ist perfekt. Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, sogar ein Superstar ist nicht perfekt. Ja, bei einem Superstar wird so lange geprobt und gemacht und getan, bis die Szene im Kasten ist. Anschließend wird auch noch geschnitten. Klar wirken die dann perfekt. Aber im wahren Leben sind die genauso wenig perfekt wie wir alle. Es sind auch nur ganz normale Menschen, die beim Kacken die Beine krumm machen. Es ist einfach mal so. Und da brauchen wir uns nur eine Daniela Katzenberger anzugucken. Ich weiß, der eine liebt sie, der andere hasst sie. Wir können uns nicht alle lieben und mögen, das habe ich ja schon mal gesagt.
aber die ist authentisch. So jemand möchte ich im Fernsehen sehen und so jemand möchte ich auch auf YouTube sehen. Und da gibt es Gott sei Dank genügend davon. Dann liebe ich noch an YouTube ja diese Möglichkeit, für sich selbst neue Sachen zu entdecken. Also gerade so im Buchbereich. Ich habe durch YouTube ganz, ganz viele Bücher entdeckt, Genre entdeckt und Autoren entdeckt, die ich vorher nie und nimmer angerührt hätte. Und das ist so toll und das liebe ich einfach. Auch den Austausch mit Autoren oder auch mit einem Verlag, wenn man mit einem Verlag in Kontakt tritt, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, werde ich aber wahrscheinlich in Zukunft irgendwann auch mal tun. Aber ich bin halt schon mit dem einen oder anderen Autor auch in Kontakt getreten und das finde ich ganz, ganz toll. Wann hat man als Otto-Normalverbraucher schon mal dazu die Möglichkeit? Ja? Man kann sich beim bedanken für irgendwas, man kann ihm Anregung geben und es ist doch mal mega geil, wenn man anschließend vielleicht eine Idee von sich in irgendeinem Buch von dem wiederfindet oder mal hinten sogar in der Danksagung auftaucht. Also das sind so Sachen, das ermöglicht YouTube einem einfach. So, ich habe mir hier noch einiges aufgeschrieben, weil ich vergesse ja gern mal was, ne? Bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ja. Nö, ich glaube, das war's eigentlich. Ja, genau. Also das ist alles, warum ich YouTube mag, warum ich gerne dabei bin, warum ich mir das nicht vermiesen lasse von nichts und niemandem. Und ja, es gibt eine schöne Weisheit, die Marilyn Monroe schon gesagt hat und danach lebe ich. Das heißt im Deutschen übersetzt, ich sage es euch jetzt nicht im Englischen, Unvollkommenheit ist Schönheit, Wahnsinn ist Genie und es ist besser, absolut lächerlich zu sein, als absolut langweilig. Ich bin lieber absolut lächerlich, indem ich mich immer wieder gerne lächerlich mache und Triologie statt Trilogie sage. Und wen das stört, der soll es halt nicht gucken. Und ja, in diesem Sinn, meine Lieben, das war mein Beitrag zu dem Thema, warum ich gerne Buchtuber oder YouTuber bin. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich, macht's gut.